Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fleming Barbecue. Heute mache ich Thüringer Mutzbraten auf einem Drehspieß auf 57er Weberkugel im Birkenrauch. Die Fleischstücken habe ich gestern schon vorbereitet. Ich werde die jetzt aufspießen und in der Zeit könnt ihr euch schon mal angucken, wie ich das gestern vorbereitet habe. Für den Mutzbraten habe ich hier 1600 Gramm Schweinenacken. Ich habe 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Pfeffer frisch gemahlen und ca. 25 Gramm Majoran. Dann habe ich noch ein Messer und ein Brett. Das Fleisch werde ich jetzt vorbereiten. Das werde ich in größere Stücke schneiden, so ungefähr 6 x 6 cm. So sehen die guten Stücke jetzt aus. Jetzt tue ich das Salz beim Mischen beim Majoran und den Pfeffer. Wenn wir das mal schön durchmengen. Und schon können wir die Fleischstücke schön in der Gewürzmischung wälzen. Das ist alles schön. Bedeckt ist und dann sehen die so aus. Die backen wir in eine Schale, weil die gehen noch für ca. 24 Stunden in den Kühlschrank. Dann können die sich noch mal schön mit dem Majoran, den Salz, in den Pfeffer, kann das noch mal schön ziehen und dann kommen sie auf den Spieß. So, jetzt habe ich alle fertig. Jetzt wicke ich die Schale noch mit Folie ein und dann geht es ab in den Kühlschrank. Das Fleisch habe ich jetzt alles auf dem Spieß und jetzt kann es auf den Grill. Zum Setup vom Grill. Ich habe links und rechts habe ich einen Kohlekorb drin. Der ist voll mit Coco Coex. In der Mitte mache ich jetzt noch eine Auffangschale rein. Da kommt eine Flasche Bier rein. Ich werde nachher noch mal ein bisschen nachkippen. Dann habe ich hier die Birkenspäne. Die habe ich schon in Wasser eingelegt. Da werden wir schon mal ein bisschen was rechts und links verteilen. Für den Rauch. Und schon kann unser Spieß drauf. Und Deckel drauf. Die Temperatur vom Grill werde ich so bei 150, 160 Grad so einpegeln lassen. Und dann bleibt es ungefähr so für 2-2,5 Stunden auf dem Drehspieß. Kerntemperatur strebe ich so um die 80, 85 Grad an. Zwischendurch mal reingucken. Vielleicht noch ein bisschen mit dem Bier bepinseln. Mittlerweile ist es draußen doch schon dunkel geworden, aber der Mutzbraten ist fertig und lecker sieht er aus. Natürlich müssen wir noch einen Schritt wagen. Ja, mal schön hier was rausschneiden in der Mitte. Wow. Ein wunderschöner Rauchring. Fleisch richtig schön saftig. Ich würde mal sagen,
Das Ding ist gelungen. Jetzt werden wir mal kosten. Lecker sieht der aus. Von der Kruste her ist auch schön, würde ich sagen. Ja, crunchig, sag ich mal. Wirklich top. Fleisch, butterzart. Geschmack ist Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig gut geworden. Ich bin zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen netten Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Gegebenenfalls ein Abo. Findet ihr da unten irgendwo. Bis dahin, euer Roland von Flaming Barbecue. Ciao.